Für uns fühlt heute der ehemalige Rennfahrer Klaus Niezwitz der überarbeiteten Luxuslimousine A8 von Audi auf den Zahn. Das ist er, der neue Audi A8. Wie der Name schon sagt, ist er das Ende der Fahnenstange in Sachen Luxus. Mehr geht eigentlich nicht. Audi sagt, dieses Auto hier kann alles besser als der Vorgänger. Es gibt viele technische Neuerungen. Was das ist, schauen wir mal. Doch zunächst ein Rückblick. 1988 brachte Audi den V8 auf den Markt. Bei Raumangebot und Komfort konnte er BMW 7er und Mercedes S-Klasse noch nicht das Wasser reichen. 6 Jahre später kommt der erste A8 auf den Markt. Er besetzt damals die weltweit erste Aluminiumkarosserie in einem Serienfahrzeug der Oberklasse. Eine Luftfederung soll 2002 den Komfort der folgenden Generation steigern. 2008 verdrängt Audi damit in der Zulassungsstatistik hinter der S-Klasse den 7er von Platz 2. Bereits seit Ende 2011 gibt es die neueste Generation, die jetzt ein Facelift erhalten hat. Auch einen 12-Zylinder gibt es, der vor allem für die Märkte Russland und China gedacht ist. Großes Augenmerk hat Audi auf die Weiterentwicklung des Lichtsystems gelegt. Das ist ein Scheinwerfer, der über dauerhaftes Fernlichtfahren funktioniert. Das heißt, keine mechanische Abschaltung, wie man es aus anderen Fernlichtfunktionalitäten bisher gewohnt war, sondern eine rein elektrische Steuerung des Fernlichts. Partiell können einzelne LED-Elemente in dem Fernlicht ausgeblendet werden. Das heißt, das komplette Fernlicht ist in einer Art Matrix aufgebaut. Deswegen können diese einzelnen Teilbereiche, in denen sich ein vorausfahrendes oder entgegenkommendes Fahrzeug befindet, wirklich sequenziell ganz gezielt ausgeblendet werden. Auch bei den Blinkern gibt es eine Neuerung. Dynamisch zeigen die nacheinander aufleuchtenden LEDs des Lichtbandes die Richtung des Abbiegens an. Wir testen die neue Luxuslimousine als sportbetontes S8-Modell. Aus 4 Litern Hubraum generiert der 8-Zylinder-Benziner 382 Kilowatt Leistung und ein maximales Drehmoment von gewaltigen 650 Newtonmetern. In 4,1 Sekunden katapultiert sich der S8 aus dem Stand auf 100. Bei 250 km/h ist Schluss mit Beschleunigung. Der Verbrauch von 9,6 Litern auf 100 km ist allerdings nur bei äußerst gezügelter Fahrweise vorstellbar. Cylinder on Demand soll zum sparsamen Benzinkonsum beitragen. Wird keine Leistung gefordert, nutzt der Motor nur 4 der 8 Zylinder, um den Wagen voranzutreiben. Das Fahrwerk ist gegenüber dem normalen A8 um 10 mm tiefer gelegt. So, ganz kurzer Zwischenbericht. Also was mich wirklich beeindruckt, es ist wirklich leise. Bei jeder Geschwindigkeit gibt es kein störendes Geräusch von diesem großen Motor. Und wenn man hier hineinschaut, da gibt es puren Luxus. Und bei der Materialauswahl, Verarbeitung hat man wirklich nicht gespart. Und auch die Schalter und Instrumente sind am richtigen Ort. Also, so, und jetzt geht's weiter. Luxusambiente verbreitet der Innenraum durch seine Materialvielfalt. Auffällig die breite Mittelkonsole, die Fahrer- und Beifahrerbereich deutlich voneinander trennt. Geschaltet wird der S8 über ein 8-stufiges Tiptronic-Automatikgetriebe. Die Ledersitze lassen sich elektrisch einstellen und passen sich ganz individuell den Eigenschaften und Vorlieben von Fahrer und Beifahrer an. Zum Schluss mein Fazit. Also dieses Auto ist schon eine sehr sportliche Luxuslimousine und da gibt es gar nichts zu meckern, was die Motorleistung, das Fahrwerk oder auch die Bremsen angeht. Mit diesem Auto würde ich mir zutrauen, eine Runde auf dem Nürburgring zu fahren, denn das alles hier ist top. Einzig der Preis, der könnte ein bisschen geringer sein. Mindestens 114.700 Euro kostet der S8 in Deutschland und ist damit exakt 40.000 Euro teurer als das A8 Basismodell. Im Vergleich zur sportlichen AMG Mercedes S-Klasse lassen sich mit dem S8 allerdings knapp 35.000 Euro sparen. Kia wird in der zweiten Hälfte 2014 seinen ersten voll elektrischen Pkw auf den Markt bringen.
In den Grundzügen soll der Soul e.V. seinem Benzinbruder zwar ähneln, doch er wird ein eigenständiges Design erhalten. Die Reichweite soll 200 Kilometer betragen. 81 kW sowie 285 Newtonmeter Drehmoment sollen Fahrspaß garantieren. Erneuerbare Energien halten bei der Automobilindustrie immer weiter Einzug. Einer der Vorreiter ist hier SEAT mit dem Projekt SEAT al Sol. Der Automobilhersteller bestückt die Dächer seines Werks Martorell mit insgesamt 53.000 Solarpanelen. Dies entspricht einer Fläche von 40 Fußballfeldern und vermeidet jährlich 7.000 Tonnen CO2-Ausstoß. Seit kurzem hat Mercedes eine neue Mittelklasse-Coupé-Limousine im Angebot. Groß und sportlich kommt der CLA 200 daher. Er ist, wie auch sein großer Bruder, der CLS, viertürig. Wir haben ihn genauer unter die Lupe genommen. Mercedes spricht beim CLA ja immer von einer Mittelklasse-Coupé-Limousine, obwohl das Auto ja eigentlich auf der A-Klasse, also der Kompaktklasse aus dem Hause Daimler, aufbaut. Naja, wie viel Mittelklasse wirklich da drin steckt, das schaue ich mir heute mal an. In der großen Schnauze liegen böse dreinschauende Scheinwerfer und große Luftöffnungen. Geschwungene Linien rundherum unterstreichen den dynamischen Charakter. Es scheint, als fließen alle Linien organisch ineinander. Hier wirkt nichts aufgesetzt oder fehl am Platz. Im schnittigen Heck befinden sich zwei Auspuffenden sowie die gut versteckte Rückfahrkamera. Doch innen findet unser Tester ein Detail etwas deplatziert. Also das Armaturenbrett, diese ganze Armaturentafel, das gefällt mir sehr gut. Die Formensprache, die Luftauslässe, das verwendete Material, das ist sehr schön. Aber dieses Display hier in der Mitte für das Radio und das Entertainment und das Navigationssystem, das wirkt wie aufgesetzt in meinen Augen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Da gibt es doch bestimmt irgendeine andere Möglichkeit, sowas zu integrieren. Innen scheint das Design Mercedes typisch vom SLS abgeleitet zu sein. Dementsprechend sportlich wirken Lenkrad, Tacho und Zierelemente. Bis auf die vielen Knöpfe an der geschwungenen Mittelkonsole ist das Design klar strukturiert. Vorne reist man also luxuriös, aber hinten? Auf der Rückbank merkt man dann doch wieder, dass das Auto halt auf Basis der A-Klasse steht und durch diese coupéhafte Dachlinie, also für großgewachsene Passagiere, ist es auf der Rückbank nicht so bequem. Mit 470 Litern ist der Kofferraum des CLA in der Tat auf Mittelklasse-Niveau. Er ist nämlich nur 5 Liter kleiner als der der C-Klasse. Um mehr Sportlichkeit mit dem CLA zu erreichen, kann man für 2000 Euro zusätzlich ein Speedshift-Getriebe erwerben. Auch sonst kommt der CLA bei unserem Tester gut an. Also das Handling beim CLA überzeugt mich wirklich. Das Auto liegt sehr gut und man merkt auch nicht, dass es sich um einen Frontantrieb handelt. Das liegt natürlich auch an der elektrischen Servounterstützung, die diese Einflüsse des Frontantriebs ein bisschen aus der Lenkung herausnimmt. Die 115 kW Leistung unseres Testwagens beschleunigen ihn bis auf 230 km/h Spitzengeschwindigkeit. Dank Eco-Start-Stopp-Automatik wird der Verbrauch im Stadtverkehr optimiert. Das Fazit. Also eins muss man den Mercedes-Leuten lassen, die haben das wirklich geschickt gemacht, dass es nicht zu Kannibalisierung zwischen CLA und C-Klasse kommt. Denn beim CLA gibt es nur die kleineren Motoren und die mit der gleichen Bezeichnung sind einfach ein bisschen schwächer. Außer dem C200 CDI und dem CLA 200 CDI, die sind gleich stark. Ja. Und es ist natürlich schon eine andere Zielgruppe. Also eine C-Klasse ist das vernünftigere Auto, das etwas vielseitigere Auto, aber auch das etwas
teurere Autos. Wir reden hier zwischen 2.000 und 5.000 Euro Preisunterschied, je nach Motorisierung. Und der CLA ist dann schon etwas für den Lifestyle-orientierten Käufer, der eher alleine fährt als mit einem vollen Auto. Unser Testwagen mit 7-Gang-Automatik in der Urban-Ausführung kostet 37.890 Euro in Deutschland. Das Basismodell gibt es schon für 6.000 Euro weniger. Ende der 60er Jahre verbreitet sie Angst und Schrecken auf den deutschen Rennpisten. Jetzt ist sie wieder da, die schwarze Witwe von Opel. Erste Ausfahrt eines wiedergeborenen Mythos. Ein Opel-Rekord im Renntrim. Schwarz, breit, stark. Bei Opel-Fans werden Erinnerungen wach. Denn genau dieses Auto hat es vor über 40 Jahren schon einmal gegeben. Ein Opel Rekord C, eigentlich der Inbegriff des Spießbürgertums auf vier Rädern, mischt auf der Rennstrecke seine Gegner auf. Die Familienkutsche als Porsche-Schreck. Hinter dem Steuer bekannte Größen wie Erich Bitter oder der junge Niki Lauda. Auf dem Handlingkurs des Opel-Testzentrums in Dudenhofen nimmt die neu aufgebaute Schwarze Witwe erstmals wieder Asphalt unter die Räder. Mit entsprechender Vorsicht, denn die 180 PS wollen erst eingefahren werden. Seit 1967 entsteht in Rüsselsheim inoffiziell der erste Opel-Nachkriegsrennwagen. Verantwortlich ist der Opel-Designer Anatol Lapin. Nach etlichen Erfolgen auf der Rennpiste verschwindet die Schwarze Witwe auf mysteriöse Weise. Jetzt gibt es sie wieder. Verantwortlich für den Neuaufbau Jens Cooper von Opel Classic. Der Startschuss war eigentlich, als wir von dem Anatol Lapin selber die Bilder bekommen haben. Es gab so gut wie keine Informationen, weder im Archiv noch bei Privatleuten, sage ich jetzt mal. Und dann hatten wir auf einen Schlag eine Flut von Informationen. So zeichnete Lapin höchstpersönlich die Hinterachskonstruktion auf einen Speiseplan von Essen auf Rädern. Die Klassikabteilung bei Opel gibt grünes Licht und Jens besorgt sich einen Opel-Rekord von 1966. Viele Teile an der Schwarzen Witwe sind Spezialanfertigungen und die Replik sollte so originalgetreu wie möglich sein. 3 Jahre dauert der Neuaufbau. 180 PS und ein Gewicht von 900 Kilo ergeben 1967 ein sensationelles Leistungsgewicht, vor allem für eine biedere Opel-Limousine. Aber auch das Fahrverhalten war für die damalige Zeit Spitzenklasse. Unter anderem dafür verantwortlich überbreite Reifen und eine spezielle Hinterachskonstruktion. Und so sehen die Modifikationen im Einzelnen aus. Der hat speziell gegossene Ansaugbrücken bekommen, 2 Weber-Doppelvergaser, eine scharfe Nockenwelle und diese besondere Luftführung hier. Und hat eigentlich über das Doppelte an Leistung bekommen, als der Motor normalerweise hat. Zwischen Duplikat und Original ist kein Unterschied zu erkennen. Doch wo ist die originale Schwarze Witwe abgeblieben? Selbst Teamchef Kurt Bergmann, damaliger Opel-Händler und eine Legende in der Rennszene, weiß es nicht. Er hat seinerzeit das Auto mit Niki Lauda am Steuer bei dessen Renneinsatz betreut. Das originale Auto ist verschwunden. Das Auto ist bei mir am Hof gestanden, ohne Motor, ja, weil man das war quasi. Und durch das, dass wir mit der Formel V immer in ganz Europa waren, ist auf einmal das Auto verschwunden. Und bis heute weiß keiner, ist es gestohlen worden. Es ist fort, es ist nicht mehr da. Ich weiß nicht, wieso, ist mir leid, tut mir leid.
So mysteriös wie die schwarze Witwe verschwunden ist, so überraschend ist der Klon entstanden. Jetzt hoffen die Fans der schwarzen Witwe, dass die Version 2.0 so oft wie nur möglich bei Oldtimer-Veranstaltungen eingesetzt wird und bei schnellen Runden auf dem Rennkurs, so wie damals, seinen Konkurrenten das Fürchten lehrt.